So, da sind wir wieder. Und warum habe ich das Essen nicht mitgenommen? Na gut. Es ist ja eigentlich erst einen halben Tag her, dass ich hier war, aber ich habe keine Ahnung, warum wir in dem Raum sind, die Tür zu und hier Essen rumliegt. Ah, doch. Wir haben uns versteckt. Genau, wir sind ja recht häufig runtergefallen und haben jetzt schon gegen Wasserelemente, Feuergeister, diese komischen fliegenden Laternen und was weiß ich alles hier gekämpft. Und wir wollten uns endlich mal ein bisschen zurückziehen und hochregenerieren. Ja, das ist ein guter Plan. So, machen wir nochmal diese Anti-Geister-Sprüche fertig, falls wir auf noch mehr von den Viechern treffen. Und schauen uns jetzt hier weiter um. Wir hätten echt nicht so tief runterspringen sollen. Weil wir sind jetzt eigentlich zwei Ebenen zu weit unten. Oh, und da sind Fallgruben. Da auch, da auch, da auch. Ha, stimmt, hier kam man nicht weiter. Und hier ist nur der Raum. Da können wir uns einsperren. Da geht's weiter. Und irgendwie wird das wieder überladen. Ja. Oh, 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 oh. Der hat ja gut was abbekommen. Schon besser. Und die Stats hat er immer noch. Also diese Tränke scheinen ja richtig praktisch zu sein. Also sie ticken langsam runter. Aber solange man schnell genug nachproduziert, theoretisch könnten wir bei allen die Stats auf Maximum bringen und dann alle halbe Stunde, Stunde einmal einen Trank nachwerfen. Und so hätten alle durchgehend maximale Stats. Aber es kommt mir ein bisschen wie Cheaten vor. Ja, also ich mache das nur, wenn wir mal ein bisschen Tragkraft brauchen. Sonst, lasse ich das. So, was haben wir hier? Noch eine Tür. Noch mehr Essen. Ah, Wasser sieht ein bisschen knapp aus. Das könnte echt ein Problem werden, wenn hier unten kein Wasser ist und wir nicht wissen, wie wir wieder hochkommen. Aber wir haben nur vier Beutel. Na gut. Hier noch irgendwo irgendwas. Nö, es war wohl nur so ein kleiner Lagerraum, wo ein bisschen Nahrung gelagert wurde. Oh, was haben wir denn hier für eine Tür? Hier ist Gold. Vielleicht muss man hier Gold reintun. Nö. Machen wir mal den Zauber mit dem Durchgucken. Wo ist mein College-Block? 4 Punkte, fast Yin-Yang-Schneeflocke. 4 Punkte, fast unendlich Schneeflocke. Oh. Eine leere Rüstung. Und ein Schlüssel. Nur keine Möglichkeit, da reinzukommen. Irgendwo wird hier ein Schalter. Der sieht uns. Oder kommt mir das nur so vor? Ne, dreht sich einfach immer nur im Kreis. Wäre auch komisch gewesen. Und da war dieses riesige gelbe Ding. Da sind wir letzte Folge vor geflohen. Sieht auch ziemlich garstig aus. Mal gucken, gegen was das Ding immun ist. Wir haben ja schon Rätselraten gespielt mit dem Wasserelementar. So. Schießt du irgendwas? Nö. Und tot. Okay. Oh, da schießt wer. Das könnte eins von dieser Säurenspucke. Säurespucker-Dingern sein. Wie wir ganz am Anfang schon mal hatten, wo ich dachte, die machen die Rüstung kaputt. So, UNE, UNE. Wush, wush. Oh, es werden keine Säurespucker sein, die schmeißen nämlich keine Feuerbälle. Diese fliegenden Laternen. Okay, da haben wir schon mal vorbereitet. Gosmog steht rechts. Und das fliegt einfach durch. Fliegt immer noch durch. Da ist irgendwas richtig. Die haben wir doch vorhin bekämpft mit diesem komischen Anti-Geister-Spruch. Warum geht er jetzt nicht mehr? Na gut, probieren wir einen Feuerball. Geht auch durch. Ein höherer Anti-Geister-Spruch. Ne, geht alles durch. Okay. Ignorieren wir mal ganz kurz. Und rekapitulieren. Also, wir haben keine Sprüche, die wir verwenden können. Und Schwerter klappt bei denen bestimmt auch nicht.
Also Antigeister klappt nicht, Feuerbälle klappen nicht. Strom. Das müsste Blitzschlag sein. Und Z steht rechts, das ist falsch. Das geht auch durch. Ha, bleibt eigentlich ja nur noch Hallo? Waffen. Nö, klappt auch nicht. Die haben wir doch schon mal umgebracht. Letzte Folge oder vorletzte Folge. Und das ging mit dem Antigeisterspruch. Muss man die irgendwie anklicken oder? Die schießen noch einfach einen Nahkampf, ist ja auch nicht schlecht. Unsere ganzen Hallo? tollen Heiltränke sind auch bald alle. Mann, Mann, Mann. Hier unten ist es echt unangenehm. So. Ein, zwei Heiltränke haben wir noch. Und da haben wir den goldenen Schlüssel. Der würde echt gut zu der Tür da passen. Wo dieser Ritter hinter ist. Aber wir haben hier kein Schlüsselloch. Und ja, ich ignoriere diese fliegende Laterne jetzt erstmal. Die scheint ja nicht da weiter rauszukommen. So, wo war der Rubinschlüssel? Da, vielleicht das da unten reinstecken? Oder einfach so dagegen werfen? Nö. Na gut. Gucken wir mal, ob es noch irgendwo weitergeht, außer bei der Laterne. Und ja, ich nenne die Dinger jetzt einfach mal Laterne. Oder wir können schnell vorbeihuschen? Nee, können wir nicht. Ärgerlich, ärgerlich. Was haben wir noch Ansprüche, die wir vielleicht benutzen könnten? Gift klappt garantiert nicht. Lichtzauber, Fußstapfen, magischen Schild. Nö. Komm, ein Versuch noch. Vielleicht stand er ja, steht er ja nicht so, wie es den Anschein hat. Also ich mache jetzt auf beiden Seiten mal Anti-Geister. Fliegt bei beiden durch. Vielleicht können wir ihn irgendwie umgehen durch eine Illusionswand. Ist nix. Da in der Mitte müsste wieder der Raum sein mit der goldenen Tür, wo auch wieder ein Schlüssel drin liegt, aber wir haben noch keine Schlösser gefunden. Sonst hätten wir den Rubinschlüssel ja auch schon benutzen können. Aber gut, sperren wir uns hier wieder ein. Und bereiten mal ein paar ordentliche Heiltränke vor. Obwohl er kann noch gar nicht die richtig guten. Also machen wir die billigen. Die nehmen wir dann auf Vorrat. Achso, nicht Nabi. Cosmog. Aber wir hatten ja mal hier die dritte Stufe und Heiltrank, damit wir Wunden heilen können. Und hier hatten wir die ganz guten, um schnell mal Lebenspunkte zu heilen. So wenig Heiltränke haben wir gar nicht. So, den noch. Und damit hätte jetzt jeder zwei, um Wunden zu heilen. So, Cosmog. Cosmog. Und Nabi macht jetzt die ganz tollen. Zack. Eins. Zwei. Keine Mana mehr. Elijah. Okay. Die haben eigentlich eine gleich hohe Stufe im Priesterlevel. Es ist dann komisch, dass der eine daran besser ist als der andere. Aber vielleicht haben die ja, also die Charaktere ja noch Unterschiede, also irgendwelche Boni, die man nicht sieht. Wie es allgemein sehr viel in diesem Spiel gibt, das man nicht sieht. Wie die Stats von Rüstung, von Waffen, besondere Fähigkeiten und so weiter. Ist teilweise schon recht komisch. Aber gut, das macht das Ganze noch wesentlich interessanter, weil man halt sehr viel selber ausprobieren muss. So, einen noch, dann bist du wahrscheinlich auch alle. Dann ist Nabi wieder dran. Und der fisselt kein einziges Mal. Ah doch. Gleich zweimal. Okay, vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. So. Die haben ihre Stäbe zum Dispellen. Du hast deine Keule wieder in der Hand. Jeder hat zwei Heiltränke unten drin. Gut. Dann speichern wir mal kurz zwischendurch ab. 42.
Und schlafen noch mal ein bisschen. Auch wenn wir nicht wissen, was wir mit dem Mana anfangen sollen, wirklich, denn die scheinen ja gegen alles immun zu sein, diese Laternen. Aber gut. Ich bereite jetzt auch keine Zauber vor, denn wir wissen ja nicht, gegen was wir kämpfen müssen. So, hier war der Raum mit den unsichtbaren Fallgruben. Hier geht es rechts rum. Also links ist jetzt die Tür, die wir nicht öffnen können. Und hier müsste gleich die Laterne sein. Na nü. Da geht's zurück zu den Druckplatten. Hier in der Mitte ist der Raum mit der goldenen Tür. Laufe ich jetzt die ganze Zeit im Kreis oder ist das ein Dreher? Nee. Hier war die andere Tür. Da ist die goldene Tür und hier ist das komische Ding. Ja. Vielleicht kann man das nur verletzen mit diesem Antigeister, wenn das Ding in einem bestimmten Zustand ist. Okay, Nabi steht links, Elijah steht rechts. Und du machst mal einen Schutz vor Feuerbällen. So war der. Elijah. Ha, getroffen. Okay. Also nachdem der gezaubert hat, können wir ihn wohl treffen. Das heißt, wir machen gleich einen ganz hohen. So, so. Da. Habt ihr das gesehen? Also er ist ja normalerweise so durchscheinend, aber wenn er zaubert, wird er ganz kurz materiell. Also nicht mehr durchscheinend. Das ist doch schon mal ein guter Hinweis. So, jetzt können wir natürlich hier weiter forschen, was hier so alles noch ist. Nichts. Komisch. Okay, rechts rum geht's weiter. Zu einer Tür, die man nicht aufkriegen kann, weil kein Schloss da ist. Vielleicht einen höheren Öffnezauber. Nö. Oh gut. Haben wir jetzt schon zwei Türen, die wir nicht öffnen können? Eine Fackel und ein bisschen Essen. Fackel brauchen wir eigentlich gar nicht. Eine haben wir schon auf Vorrat, richtig? Richtig. Also hat das Ding nichts bewacht, außer Türen, die man nicht öffnen kann und ein bisschen Essen? Anscheinend. Na gut. Weg hier. Wird es hier eine durchgehende Wand, die den anderen Bereich führt? Machen wir mal ganz kurz den Sichtzauber. Der Sichtzauber war, was sagt meine Liste? 4 Punkte. Fast unendlich. Schneeflocke. Da ist was. Ja, schön. Da ist wohl ein größerer Raum. Überall hier hinter, aber wir kommen da nicht hin. Oh, was haben wir da für schicke Schuhe? Weiß mit so einem goldenen irgendwas dran. Und, Gegner. Aber trotzdem, ja, es ist echt doof an dem Zauber. Man sieht dann, ah, toll, da geht's weiter. Aber man weiß halt nicht, wie man da hinkommt. Also ist man auch nicht wirklich klüger als vorher. Also, darf ich die Tür nicht aufkriegen. Hier war eine kleine Vorratskammer. Da ist auch nichts drin. Dann müssen wir jetzt wieder zurück in die Kammer hier, wo in der Mitte die Tür war, die wir auch nicht aufkriegen. Und ich schaue mal einmal außen rum, ob hier noch irgendwo eine Abzweigung ist. Und wenn nicht, dann müssen wir anscheinend ganz wieder zurück an dem Raum vorbei, wo die unsichtbaren Fallgruben sind. Und da gucken, ob es da noch irgendwo weitergeht. Das wäre dann hier. Hier ist der Raum mit den Fallgruben, die wir nicht wegbekommen. Und was macht die Druckplatte da? Ich sehe keine Fallgrube. Okay, das war jetzt einfach. Was machst du? Schildpotion, magische Schild. Achso, den haben wir hier hingeworfen. Ich wollte ja testen, ob hier irgendwo ein Schalter vielleicht ist. Dabei war der Schalter direkt am Eingang. Auch nicht schlecht. So, hier haben wir jetzt. Ah, eine Tür, die wir endlich mal öffnen können. Aber das ist Gold mit Saphiren und nicht dem Rubin. Passt es wahrscheinlich nicht, hm? Nö.
Wäre auch komisch gewesen. Und der Saphirschlüssel ist vielleicht der Schlüssel gewesen, den wir bei der wandelnden Rüstung gesehen haben auf dem Boden. Was uns jetzt aber auch nicht weiterhilft, denn wir wissen immer noch nicht, wie wir die Tür aufbekommen. Aber gut, was haben wir hier? Ein Schlüssel mit Grün, also Smaragd. Wir brauchen jede Menge Goldschlüssel. Aber wenigstens haben wir schon mal ein paar Schlösser gefunden. Das bringt doch schon mal etwas. Und was machst du? Okay. War das hier schon vorher offen? Ich glaube nicht. Doch. Hier war der grüne Dingens. Also hier waren wir auch schon. Was hat denn der Schalter gemacht? Liegt irgendwo wieder ein grauer Schlüssel auf dem Boden rum? Ne, wir brauchen ja auch eh Gold, das wäre auffälliger. Also der Schalter hat wohl irgendwo irgendwas gemacht. Nur was wissen wir nicht. Sowas ist immer toll. Hier vielleicht irgendwo die Fallgruben wieder aktiviert? Nö, auch nicht. Sowas mag ich absolut nicht. Weil ich denke auch nicht, dass irgendwas aktiviert wird, was allzu weit weg ist. Das würde einfach keinen Sinn machen. Also, mechanisch würde es keinen Sinn machen, so eine lange Leitung zu legen, in Anführungszeichen. Zumal es hier auch keinen Strom gibt, weil es ein Fantasy-Spiel ist. Da geht's zu der grünen Kammer. Ist vielleicht unterwegs irgendwo eine Wand illusioniert worden? Also gut, wir haben noch jede Menge andere Ecken, die wir erforschen können, aber finde ich trotzdem immer irritierend. Na gut, gehen wir zurück in den Raum mit den unsichtbaren Fallgruben. Und dann gehen wir von da aus noch weiter zurück. Also nicht in den Bereich, wo die goldene Tür ist. Obwohl, die goldene Tür hätte vielleicht aufgehen können durch das ganze Ding. Ja komm, schauen wir kurz nach. Aber, oh, meine Zeit ist schon um. Also speichern wir erstmal kurz ab und in der nächsten Folge gucken wir, ob die Tür vielleicht aufgegangen ist. Und wenn nicht, gehen wir ganz wieder zurück. So, abgespeichert und wir sehen uns gleich wieder.